Ahoi und guten Morgen, Freunde. Wir sind heute. Was haben wir heute? Sonntag. Hallo. Hallo. Moin. Ist heute Sonntag. Und wir fahren heute zum Ancora Yacht Festival in Neustadt. Europas größtes Inwater Yacht. Europas größte Inwater Bootsmesse. Oder Deutschlands, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so genau. Das ist unser Schlitten. Unser Cruiser. Und wir sind bei Frederik und wir gucken mal, was der jetzt so macht. Oh Mensch, das ist ja eine Überraschung. Hallo, guten Morgen. Ferdinand putzt sich jetzt Zähne bei Frederik mit Frederiks Gästezahnbürste. Ja. Der hat auf dem Boot gepennt. Und am Steg geduscht. Und am Steg geduscht und hat seine Zahnbürste vergessen. So, und Frederik hatte ja seinen besonderen Tag. Letzte Woche Freitag, also vor zwei Tagen. Frederik hatte sein Coming-out nämlich. Und so ein Coming-out gibt es ja. Nein, Spaß, hatte Geburtstag. Soll ich jetzt mitkommen? Ja, komm jetzt mal mit. Möchte ich erst nochmal gratulieren hier. Das ist albern. Zum 26. Geburtstag. Ne? Ja. Die 30 steht vor der Tür. Ja, langsam. Siehst aber auch die 40 schon. Ne? Ja. Und ich möchte dir ein Geschenk überreichen. Ja. Ein ganz besonderes Geschenk. Ja. Das habe ich selbst gemacht. Und das. Das zeige ich jetzt einfach. Zeig das mal. Jetzt, ne? Oh, das ist geil. Und das möchte ich dir jetzt überreichen. Das ist extra für dich signiert, ne? Signiert, weil hier, so. Also hier mit, ne? Hier steht's. Für Frederik. Und natürlich hier auch noch mit Signatur vom Künstler. HC1. Das ist aus der Serie. Foto. Altes Kevlar-Segel. Von der Distortion. Finde ich geil. Ja. Plus Topper-Segellatte oder was? Nee, alles Distortion. Plus alter Segelhandschuh. Plus Segelhandschuh. Von Gill, hier Segelhandschuhe. Der Rest ist aus dem Segel, ja. Das ist Acrylfarbe hier. Da wollte ich so das dunkle Wasser mit Schaum und so mit einarbeiten, ne? Ja, das ist jetzt deins. Freust du dich? Natürlich freue ich mich. Ja. Dankeschön. Auch mal Gefühle zeigen hier, ne? Gefühle zeigen. Säfte sind nicht gut für die Leber. Und meiner Leber geht es ja nicht gut. Ja. Also ich muss jetzt gleich einen Saft haben. Ich habe auch richtig Bock auf Saft. Orangensaft ist mein Kaffee. Ja? Ich trinke ja keinen Kaffee. Ja, das ist gesund. Ist auch gesund. Ja, ist auch gesund. Dann trinke ich jetzt auch keinen Kaffee halt. Du kannst auch einen Kaffee. Nee, ich hole mir einen Monster Triple Energy. Ja. Wollen Sie mit? Ja, doch, vielleicht. Ja. Codewort? Bannern. Okay. Ja, also sind wir grundsätzlich dann startklar mit dem Podcast oder was? Ja, ich muss hier nur auf den roten Knopf drücken. Ach so. Enter. Ja. Nee, auf Aufnahme. Auf Aufnahme, ja. Da, guck mal, da! Da! Mehr Yacht, mehr Live und da stand's. Mehr Yacht, mehr Live. Und? Da ist das Wasser. Da ist das Wasser. Von Uli. So, jetzt in die Rolle, ne? James? Streik ist ja nicht, ne? Bitte? Streik ist ja auch nicht. James! Der Rucksack! Ja, da müssen wir danach mal gucken. Das James! Wo müssen wir denn hin jetzt? Zum Ancora Yacht Festival. Ach so. Ich dachte, wir gehen ins Legoland. Hat doch Jonas von jetzt gesagt. Hör doch mal auf hier, wir gehen jetzt nicht ins Legoland. Was kommt da für Musik drunter? Wir haben es reingeschafft. Mit unseren gefälschten Tickets. Direkt zum Subsummer hier. Subsummer. Ja, weiter müssen wir gar nicht. So, wir sind angekommen. Erster Gang zur Boah, Toilette. Tolle Veneto da. Ein bisschen ja. Klein, ne? Gut, toll, aber. Ja. Wie gesagt, zu klein. Das ist ganz toll, finde ich. Ist gut. Ja.
Und das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart auf der Ancora Yacht Show. Tschüss. Wir haben unser Lieblingsboot schon gefunden. All Black Schlauchboot. Was hältst du davon? Ich darf ja gar keine haben. Klingt nach Fußverbrennung. Also, wir sind jetzt angekommen auf der Boatshow. Wir haben uns schon mal einen Überblick verschafft. Und erste Station heute wird der Bavaria 50 Cruiser sein, den wir in aller Ausführlichkeit reviewen werden. Wir haben sie gefunden. Wir haben sie gefunden. Ja, Bavaria 50 Cruiser Style. Ziel. Das ist schon Monster. Ich bin richtig aufgeregt, ich bin sehr aufgeregt. Da ist sie in ihrer ganzen Pracht. So, Boot 1. 15 Tonnen. 15 Tonnen. Nein, du kannst halt hier einfach eine Wohngemeinschaft drauf gründen. Ja. Kannst eine WG machen, ja. Ist das hier Fußbodenheizung oder? Also ich glaube, Grundfläche hier ist größer als meine Wohnung. Hier haben wir Fake Teak Deck, ne, macht man heutzutage so. Übrigens, geil, Alter, Pringles Socken an heute. Guck mal hier, Frederik, meine Socken. Ja, Frederik, wie fühlt es sich an, auf einer Bavaria 50 Cruiser zu stehen? Interessant, also ich muss ja sagen, wenn ich ein Boot für über 460.000 Euro kaufe, dann hätte man auch schon richtiges Holz als Deckbeschichtung machen können. Sollte man meinen, ne? Und man könnte auch hier, das ist ja das Billigste, was Liros anbietet, ne? Ja. Wollte ich nur mal gesagt haben. Also hier ist wirklich alles vom Billigsten. Ich sag dir, diese Klampe hier, wenn du... Alter, guck mal, Frederik. Wackelt. Wie geil ist das bitte? Guck mal, was ist da? Alter, Alter, Jungs, Alter. Ey, das ist, Alter, das ist jetzt kein Witz. Warte, guck dich mal an. Guck dich mal dieses Farbenprint hier an. Hier, guck mal. Guck mal, wie das hier aussieht. Werkstoffexperte Jonas Hofmeister begutachtet das Fake-Deck der Bavaria. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, das Holzfurnier hier ist ein bisschen... Guck mal, hängt auch schon durch. Hat zu viel Poly-Gehalt. Das hat zu viel Poly-Gehalt, ja. So, hier möchte ich mal sagen, ist schon, da kommt die Seele schon raus. Ja, die Wanden sind halt nicht durchlaufend. Was sagst du, bis welche Windstärke sollte man hiermit nicht mehr rausfahren? Jetzt mal im Ernst. 3. Ja. Ey Jungs, das sieht aber krass aus hier. Das habe ich gar nicht geahnt eben. Genau, das ist... Da kann man drauf sogar rumlaufen. Aber auch er hier? Ja, auch? Ja. Was soll das denn heißen? Die Wände einfach clean. Ja, die ist clean. Also Deck ist richtig schön, finde ich. Nee, das ist einfach, das ist ein patentes Boot. Ja. Oh, hier vorne aber auch ganz geil gelöst alles. Zeig mal. Ganz, guck mal, das ist fast schon negativer Bug hier. Ja. Dann haben die hier dicken Carbon-Gernacker-Baum drin. Ja. Guck mal, und hier, das ist auch weiter vorne geht's nicht mehr. Ohne Bugspit, ne? Ja, das ist geil. Ganz vorne angeschlagen. Geil. Ach, guck mal. Ja, wie? Und wie liegt sich das? Kann man so machen. Kann man so machen? Ja, schön mit. Aber es ist aber auch ordentlich Platz, ne? Ich würde sagen, das Doppelte von unserem Boot, ne? Am Platz. Also, wenn ich jetzt aber hier reinrutsche, dann bin ich schon am Ende hier. Ja, aber das reicht doch. Ja, hier ist halt so ein Kopfding, ne? Kann man sich sogar noch hinsetzen hier. Ja, ist schon nicht schlecht. Ja, das ist schon alles sehr clean gemacht. Ach, guck mal, mit Ceranfeld hier. Ich finde ja geil, dass du hier aufrecht stehen kannst, wenn du reinkommst. Oh, stimmt. Ne? Man kann hier aufrecht stehen. Ja, absolut. Das ist ja der Hammer. Du hast halt im ganzen Schiff an den entscheidenden Stellen eine Schneehöhe. Das ist ja geil. Guck mal, dann kann man draußen gucken, was da so rumläuft. Jonas zum Beispiel. Guck mal, der sieht uns gar nicht. Das ist so verspiegelt, das sieht man. Das ist so dunkel, das sieht man draußen. Ich finde das ist ja richtig. Das ist perfekt, geil, das ist perfekt zum Stalken. Ja. Guck mal, zum Beispiel nebenan, wenn da jetzt hier, ne? Ja, sehr, sehr gut. Ja. Das ist richtig krass, schön. Das ist echt ein richtig krasses schön. Konzept. Wirklich. Und wie viel Platz du hier auch drin hast. Das ist richtig viel Platz, genau. Wie viel Platz. Alter, das ist ja. Hier ist Hallo. Ein Platz. Ja. Guck mal da. Hier mal die Kamera. Jonas, guck mal rein. Ja, guck mal, preislich ist das halt. Hier ist Platz ohne Ende. 28. Warte mal, die ist genauso lang wie dieses Torschen. Ja. 28 Fuß. Ja, aber ja. Ich kann hier unten Tischtennis, Bowling. Ja. Alles. Bierpong. Ja, ja. Der Tisch, der ist durchaus geeignet für Bierpong. Der ist durchaus geeignet für Bierpong. So. Einer Schnaps-Tischtennis. Nicht schlecht. Man kann
kannst du hier. Alter, einfach, das ist ja so riesig, ne? Das ist halt mega. Die Richtung, Alter, das ist. Ich kenne ja die Perspektive von vorne aus der Distortion, ne? Aber dieser Raum hier bei gleicher Länge, der ist dreimal so groß. Das Boot ist von innen quasi. Das Boot ist dreimal größer. Das ist krass. Das ist unfassbar krass, Leute. Junge. Da sind auch 40 Jahre dazwischen, ne? Ja, das muss ich gerade sagen. Ja, das da liegen ein paar Jahre Konstruktion dazwischen. Das ist echt gut gelöst alles halt, ne? Was macht der hier? Der macht jetzt gerade gar nichts. Nee. Guck mal hier. Ja. Toilette ist so toll. Groß wie auf der Bavaria 50 Cruiser. Ja, traurig, aber wahr. Also Bente mögen wir. Bente 28, sehr geil. Im Gegensatz zu Bavaria Cruiser. Oder? Der Akku ist nicht voll. Und der Akku ist voll. Puh, ein Glück. Wir sind jetzt hier auf der Seascape. Auf der First 27, nicht die Seascape Edition, ist die First SE. Ganz, ganz neues Boot, gibt es noch gar nicht so häufig. Wir haben im Urlaub eine gesehen und waren direkt so, ja, das ist es. Eigentlich der spirituelle Nachfolger von unserer Banner 28. Ich finde es mega geil. Ist halt auch wirklich Rennboot. Also du hast hier, du guckst hier aufs Laminat. Du hast hier alles funktional und leicht. Du hast hier irgendwie die Taschen. Hier hast du Segellager. Und hier hast du sogar, und das ist jetzt echt geil, auch 27 Fuß Racer hast du. Genau, du hast diese Trennwände. Das heißt, du kannst hier dicht machen. Dann hast du vorne, entweder kannst du natürlich Red Room machen für Segel und so. Du kannst übrigens auch dann den Genacker zum Beispiel von oben. Ja, mach mal auf hier. Was ganz geil ist, du kannst nämlich jetzt hier den Genacker einfach durchbergen. Ja, dann hast du hier quasi so richtig Red Room mäßig, kannst du hier das Segel reinbergen. Und dann ist das nicht im Weg, ne? Nice. Und kann nass sein und alles gut. Und du hast hier natürlich super episch hier für 27 Fuß eine Toilette. Das heißt, du kannst eine Frau mitnehmen. Wie findest du das? Ja, auf dem Racer weiß ich nicht. Muss er nicht. Entschuldigung. Aber theoretisch ja. Wenn du einen Tagesausflug machst, ja. Was soll das jetzt heißen? Frauen können nicht auf Racer mitfahren? Doch, aber nicht zum Racen. Das ist ja... Ja, hat er irgendwo recht. Also, nicht alle Frauen, aber unsere Frauen können das nicht. Und hier kannst du auch, ne, wenn du mit mehreren Parteien da bist und doch mal vielleicht eine Lady dabei hast. Aua! Oh. Aber hier stößt man sich auch schön, wie bei uns. Geil. Sie hört sich auf Racer. Da kannst du dich richtig dicht machen, hast da ein bisschen Privatsphäre, ne? Ihr wisst, was ich meine. Du weißt, was ich meine, ne? Jo. Ja, so. Also theoretisch kannst du hier mit 6 Leuten pennen, wenn du das machen musst, ne? Hier einer, da das gleiche und 2 vorne. Theoretisch, sag ich. Logischerweise machst du das nicht, sondern wieder nur mit 4 Leuten. Hier Bordelektronik drin. Und dann natürlich hier richtig geiles, großes, offenes Cockpit. Aber trotzdem mit Komfort, ne? Hier ist ganz drin. Und hier Sitzauflagen und alles dabei. Nee, aber stark. Das kann ich mir gut vorstellen. Genau, zu zweit ist das alles segelbar hier, ne? Was auch irgendwie total geilen Pass halt, ne? Von den Kinoslegern. Geh mal das Knie da weg. Geh mal deine Pinne da weg. Das ist geil. Ja, fühlt sich gut an hier alles. Wenig Druck, ne? Wenig Druck auf der Kreuz hier. Und dann steht er wieder. Guck mal, hast du ja gerade 8,2. 8,2 Knoten fahren wir, Leute. 8,2. Pass auf, dass du nichts Falsches machst. Ja. Die Pinnausleger sind nicht so teuer. Wir hätten ja auch gerne 9, ne? Aber das Ding kostet schon 150, 200 Euro, ne? Ja, ich glaube, irgendwas dazwischen, 180 Euro. Das, das Gute ist, wenn du das Boot kaufst, kriegst du die wieder dabei. Ist dabei, ne? Du? Beneteau. Beneteau First, 2 große Daumen. SE, 2 große Daumen. Das sind 4. Jonas, willst du auch noch 2 Daumen? Ja. Also, top. Also jetzt mal top. Ohne Spaß, wenn wir uns hier irgendwas kaufen würden, wäre es schon der. Soweit. Soweit, haben wir nicht alles gesehen? Das James Bond Boot da. Ja, das ist genau. Aber das ist ja eine ganz andere Kategorie. Das aber ist James unfair. Bond hat mehr Geld als wir. Ja. Doch, weißt du nicht. Der hat ja nicht so viel Geld, glaube ich. Meinst du? Ja, manchmal ist der auch pleite. Sachen. Das zahlt ja alles hier, der britische Steuerzahler zahlt. Wodka Martini trinkt selber. Wir haben eine Idee. Ja. Wir werden jetzt folgende Strategie fahren. Also, ja. Ne? Wenn das Boot jetzt zufällig vom Trailer fällt, genau. Dann
sinkt das ja am Wert, würde ich so sagen. Ne? Richtig, richtig. Wenn das zufällig so die ganze Seite so genau Bruch ist, ne? Und dann kriegt man das ja vielleicht günstiger. Ja, dann schlagen wir zu. Dann schlagen wir zu. Dann kommen wir. Kommen wir und dann. Hier, du wolltest einen Stift haben, ne? Der erste Fang des Tages. Navigare Yachting. Guck mal, das erste, was wir hier, käuflich erwerben, kann man nicht sagen. Also, schöner Stift. Guck mal, hier so mit Relief, der fasst sich richtig gut an. Hier ist das Stiftfach. Stiftfach. Was hier? Ist hier der Kinderkäfig, hier. Oder was? Ja, kannst du hier die Kinder, kannst du hier unten rein, können ein bisschen spielen. Wir haben die Hälfte der Crew verloren. Das letzte, was ich von Ferdinand gehört habe, war, er will was essen. Deshalb schätze ich, dass, was ist das? Skittles. Skittles? Ja. Ey, wie geil. Die mit der Giraffe da. Echt jetzt? Ja. Aber hier gebrandet noch. Sehr geil. Gerebrandete Skittles. Wir waren gerade auf der Italia 9.98. Wir durften nicht filmen, weil das Boot quasi Top Secret war. Was heißt Top Secret? Also es ist noch nicht mal fertig. Also er meinte halt literally, der Decksbelag, der drauf ist, der ist erstmal drauf, damit einer drauf ist. Aber mehr halt auch noch nicht. Und deswegen durften wir da jetzt nicht filmen. Hä? Komfortina? Mhm. Ist auch. Ja, Komfortina ist aber auch. Ist so schön. Schick. Aber die Italia ist schneller. Er meinte, das ist auch im Moment so das ORC-Weltmeisterboot. Ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Mit 300 km sind wir dabei, segelfertig. Müssen wir nochmal überlegen. Vielleicht finden wir noch eine Millionärstochter. Stimmung ist gut. Schon 10 Euro, okay. Jetzt. Danke. Ja, meine Herren, meine Damen. Naja, erstmal hier prosten, ne? Warte, Dominik. Heute leider kein Sherry. Dominik, wie immer, als letztes. Heute habe ich aber auch letztes bekommen. Ja. Ja. Ja, so, in die Mitte. Prost, Jungs. Prost, Jungs. Das ist ja herrlich Wetter heute hier, oder? Ja, weg den alten Wetter. Sack. Auf den alten Sack. Danke dir. Gerne. Ja, danke dir. Boah. Vielen Dank für diese Einladung. Ja. Wir haben ein Boot mit unserem Budget gefunden. Das ist es. Das ist die Pro Saver für 6 bis 8 Personen. Hier gibt es einen Workshop, Schlupfersingen gratis. Guck mal, auf der Yacht können 6 bis 8 Personen schlafen. Das ist ideale Segeleigenschaften. Ja. Workshop Schlupfersingen. Was meinst du hier irgendwie? 18 Knoten mit Genacker fährt das Ding auch, oder? Aua. In Wirklichkeit ist das eine schwierige Sache. Das Boot hier, dann kann das sein. Auch alleine zur Not jemanden wieder ins Schiff. Mach mal eine Roomtour. Ja, hier kommen wir erstmal ins Wohnzimmer. Ganz geräumig. Sehr viel Platz. Hier kann man sich auch mit mehreren Gästen zu Tisch setzen und den Abend genießen. Gehen wir gleich weiter. Hier ist der Schlafplatz. So, hier haben wir auch geschlafen. Hier, der ganze Rotton erleichtert das Schlafen auch ungemein. Wenn es hell draußen ist, dann kann man wunderbar dem Traumland frönen. Ja, und hier ist das Wohnzimmer, ne? Sehr angenehm, ganz geräumig, ganze, oh, was mag das so sein? 2 Quadratmeter sind das hier, ne? Das Wohnzimmer. Guck mal hier, schön eingerichtet. Schön warm und riecht auch gar nicht so schlimm. Nee, ja? Eigentlich sehr angenehm. Ja. Und dann hat man hier noch eine ganz, ganz große Terrasse. Schon nicht schlecht. Ja. Hat das einen Keller? Ich hab da gar keine. Das hat 2, das ist eine Tiefgarage. Ja. Das macht mich einfach nur traurig. Ich möchte jetzt nicht mal einen blöden Witz drüber machen, weil es macht mich einfach nur betroffen. Ernsthaft betroffen. Das ist schon hässlich. Aber es muss ja Leute geben, die sowas kaufen. Jetzt kommt da traurige Musik. Das können wir noch machen. Traurige Musik. Set from Bone, alles kommt da jetzt. Ja, komm, sind wir mal ganz ehrlich. No jump. Hab ich auch gerade gelesen. Also mit Segeln hat das hier nichts zu tun. Mit Boot an sich hat das hier ja schon kaum mehr was zu tun. Einfach so eine Plattform hier. Die wollten wir sogar gar nicht auf die Beine. So. Hier Badezimmer, Doppelbett und dann geht's hier noch weiter. Das ist hier einfach. Und das ist nur eine Seite. Das ist ein Hotelzimmer. Das ist so ein 80 Euro die Nacht Hotelzimmer, würde ich sagen. Ja. Von der Größe her. Hier noch mit Schreibtisch und allem. Ey, ist das krank.
Das, also wenn ich hier ganz um Spaß jetzt mache, hier habe ich gerade nicht das Gefühl, dass ich überhaupt auf einem Boot bin. Alter, also das ist ja auch, also hier wird dann halt gesegelt. Also das ist ja auch alles, ah hier, aber alles elektrisch, ne? Das geht an. James, bitte den Aperol Spritz. Ja, sehr wohl, Sir. Ich hol ihn kurz aus dem Weinkühler. Ah, guck mal, hier ist ein Krombacher Fass. Monsieur, tut es auch das Krombacher Fass? Nein. Nein, dann müsste ich hier vielleicht... Jetzt bitte, du gehst jetzt dahin und kaufst das. So, wir sind auf der X43. Haben gerade schon ein bisschen mit dem Dude hier geschnackt und es ist einfach immer so, unser Herz will zurück zur X-Yacht. Wir haben ja quasi selber eine X-Yacht, wenn man so will, also Banner wurde ja damals mehr oder weniger, ist ja in die X-Werft aufgegangen und dieser Spirit, der ist einfach, ja, ist bei uns ja da. Wir sind ja Wahldänen eigentlich, ne? Wenn wir könnten, wären wir Dänen. Und ja, X immer wieder geil, wenn du draufstehst. Klar, ist ein großes Ding jetzt, X43, auch keine Performance-Variante. Da haben wir gerade noch ein bisschen drüber geschnackt, irgendwie, dass der im Moment der Trend eher wieder zum Allrounder geht. Also schnelles Cruisen, aber nicht mehr Hardcore-Regatta. Was wir natürlich schade finden. Auf jeden Fall. Also hier, X-Yachts, baut mal bitte wieder kleinere Boote. Mit dem ganzen Wissen, was ihr jetzt über die letzten Jahrzehnte angesammelt habt, mit dem ganzen Wissen, was hier drin steht, vom Konzept her auch gerne schneller Cruiser, muss kein Racer sein. Aber bitte, bitte, baut ein 30-Fuß-Schiff. Ich setze mich auf die Liste, wir setzen uns beide, wir kaufen auch zwei, aber das wäre echt nice, weil wir lieben euch, wir lieben eure Boote. Es ist einfach ein anderer Schnack. Also es ist einfach alles von der Qualität her, vom Konzept her, es ist einfach schön. Vom Gedanken, der dahinter steckt. Ja, wieder eins der Highlights auf der Messe. Ferdinands Arsch ist einfach für die X gemacht. Ja. Und X ist auch für Ferdinands Arsch gemacht. Ja. Es ist einfach ein wunderschön. Wirklich. Es ist wirklich schön, ja. Also definitiv die schönste Segeljacht hier heute. Ja, überall wo du hinguckst, sind für mich so... Für mich persönlich ja. Die wunderschönste Segeljacht. X-Yacht ist es einfach, ne? Oh. Pass dich schön drauf auf. Da muss ich jetzt aber doch schon mal schlucken. Also der ist sehr, sehr geil. Der Gin. Oh ja. X-Yachts Gin. Also wenn hier heute irgendwas gekauft wird auf der Messe, dann der X-Yacht Gin. HDGDL X-Yacht. Jetzt gehen wir zu den Finnen und zwar zu Shogun. Gucken, Finnen da sind geht. Das? Ja, Finnen sind das. Aha. Und wenn die von X-Yacht sagen, dass das richtig geil ist, dann ist das wahrscheinlich. Dann wird das jetzt geil. Krass. Dann kennen wir uns nochmal die Heilberg Grassi 50 mit dem dekadent großen Carbonring. So, wir sind jetzt hier auf der Shogun 43. Dominik guckt schon sehr interessant hier auf die. Das ist spannend hier, Leute. Wir haben ja viel heute wieder gesehen, was nicht alle machen. Wir haben auch viel gelernt heute. Also Shogun ist eine relativ neue Werft. Also der Kahn hier links neben uns, der, by the way, da müssen wir gleich drauf, der sieht noch viel, viel geiler aus. Das hier ist jetzt ja ein ganz neues Konzept. Komischerweise sieht der aber nicht aus wie 50, finde ich, von hinten. Also das ist ein großes Schiff. Der ist halt lang und schmal, also der ist halt so richtig trapezförmig auch. Aber Jungs, also ich glaube, wir haben hier jetzt wirklich den Sweet Spot gefunden. Also das hier sind schon die beiden geilsten Boote. Guck mal, hier sieht man nochmal schön in die Innenkonstruktion. Offensichtlich Carbon, Full Carbon, alles. Er meinte schon, das Ding wiegt irgendwie 7 Tonnen. Ne, weniger, ich glaube 6,3 Tonnen wiegt das irgendwie. Also ziemlich, ziemlich leicht. Extrem langer, schmaler Bugspriet. Aha, guck mal hier, auch so ein negativer Bug. Genau hier drüben, wie bei der 50er. Das sieht rattenscharf aus, bin ich ehrlich. Also wenn das kein Porn ist, ne, dann bin ich kein Segler. Also wenn das kein Porn ist, ne, dann bin ich kein Segler. Das muss man auch mal ganz ehrlich so sagen. Also richtig, richtig geile Designsprache. Sieht aggressiv aus, sieht schnell aus. Obwohl er ja meinte, ne, Frederik, dass das hier kein Racer ist. Nee, er hat Performance Cruiser gesagt. Es ist ein Performance Cruiser. Ja, ich wollte gerade sagen, Performance ja trotzdem.
Ja, Racer beinhaltet immer, dass du dich an irgendwelches Reglement hältst beim Bauen, ne? Das ist, glaube ich, halt so ein bisschen das Thema. Luxus, also aber schon Racer. Das ist wichtig. Ja. Muss man dabei haben. Der ist ja auch mehr so Tarnkappe hier, so vom Design her, ne? Da musst du auch ordentlich einen Radarreflektor dran haben. Und Holz. Ah, super geil. Und übrigens keine Findern, nicht Findern, Schweden. Das sind auch Schweden. Ja, das wird hier so ein gecoatetes Carbon-Rig sein. Oder es ist gecoatetes Alu, das kann auch sein. Das kann man aber eigentlich. Ja, das ist Carbon. Gecoatetes Carbon-Rig. Drüben haben wir ungecoated, sag ich mal, ne? Oder auch gecoated. Auf jeden Fall ist das hier matt. Matt, matt immer gut. Achso, hier hört sich gerade ein Vortrag an. Ah ja. So as you can see, the mast is really far to the aft, usually it's here somewhere. It gives us the room for a self-checking gym, by the size of a yellow one. How big, it's really easily handled by one person only. So yeah, that's our transport is maybe the crew of it. Ach, hier nochmal die Shogun 43, da World Premiere, da drüben. Wir sind jetzt hier auf die 50 rüber gehüpft. Ich glaube, das hier wird mein Favorite von der ganzen Messe. Guck mal hier. Da vorne steht auch schon der Vorschiff-Boy. Und das ist ehrlich gesagt ein schönes Deck. Vor allem, das ist eigentlich ein Rennboot, ne? Aber du hast ein echtes Teak-Deck hier. Alter, guck mal auf den Schuh. Oder ich weiß nicht, ob es echtes Teak ist, aber es ist auf jeden Fall. Hier ist Carbon. Ja, ist alles Carbon hier vorne. Segellager, alles komplett Carbon. Kannst du am Segellager schlafen? Ja, hier kann der Vorschiffsjunge schlafen. Das bist du. Ich hab die hier gesehen außen an der Reling. Einfach noch ein Carbon-Schoner. Carbon-Schoner, ganz wichtig. Aber hier auch nochmal, naja komm, hier muss nochmal rüber gefilmt werden. Denn das ist optisch natürlich schon sehr beeindruckend. Fester Carbon-Bugsprit. Super, super geil. Also hier auf jeden Fall die beiden Highlights auf der Messe. Shogun. Ne, die beiden Highlights. Wofür ist das hier? Das hier? Ja, ich habe mich auch gefragt. Da kann man ein Segel anschlagen, würde ich jetzt schätzen, einfach. Wenn das selber ein Stark drin hat, wo man das hochziehen kann, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ich denke schon. Guck mal, hier kann man den Bugspriet sogar noch ausfahren, noch weiter. Der hier wurde verkackt. Der ist nicht so gut geworden. Kann ich geknoten, ne? Nee. Das ist ein unfassbar schönes Boot. Ganz lang und schmal. Genau, vor allem schmal, nicht so breit genau, wie dieses schmal. Bavaria-Ding. Nicht da. Wie so ein Bavaria-Ding, sondern schmal. Carbonmast und der Akku ist leer. So, hier brauche ich aber gleich mal ein paar Fotos. Ja, also das eigentliche Highlight. Carbon-Toilette. Carbon-Waschbecken. Einfach alles Carbon. Ey, aber ganz ehrlich, vom Interior her finde ich das auch, also sind wir mal ehrlich, die Polsterfarbe geht gar nicht, aber alles andere finde ich super nice hier. Geh mal Jonas suchen. Hier kann man gut Verstecken spielen. Hallo, Jonas. Was? Jonas. Ja, ich hab ihn. Schön. Alter, Leute. Ja, hier ist auch noch. Das ist ja hier wie... Und hier, selbst hier kann man sich nochmal so hinsetzen und sich so denken, so, ja, jetzt sitze ich mal hier. Also wenn man gerne sitzt, dann hat man sehr viele Möglichkeiten, das auszuleben. Hier Kochfeld, größer als bei mir zu Hause. Ey, Dusche ist größer als bei mir zu Hause, wie auf der Titanic hier. Guck mal, wie groß die ist. Ja, kannst du zwei drin duschen. Da ist immer noch genug Platz. Guck mal, stehen die in der Dusche. Guck mal, zumachen können wir. Wir sind in der Dusche. So, und ganz ehrlich,
Wir könnten jetzt hier noch jemanden mit so einer Millionärstochter, könnte jetzt hier sich noch mit zustellen. Alter, Leute. Ja, aber da sieht man mal, das Motorboot, das ist ja nicht so begrenzt durch die Funktion. Weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, du kannst hier einfach... Du hast eigentlich erstmal unten so ein Viereck und dann baust du da deine Wohnung rein und dann überlegst du dir am Ende noch, ja, das soll aber auch ein bisschen fahren. Und dann packst du da einfach 800 PS rein und dann fährt das schon mal irgendwie. Ja, wenn du genug Geld für die wenn PS, du genug ja. Geld, ja, das kannst du, wir legen einmal ab und wir sind pleite hier, ne? An deinem Arsch. Hier ist eindeutig mein Arsch ist auch immer belegt. Wir sind, welche Uhrzeit haben wir denn eigentlich? 16:47. Wir haben 16:47 Uhr und wir haben alles gesehen. Die Leute bauen ab und niemand will mit uns raussegeln. Ich habe den von der X gefragt, ich habe den von der First 27 gefragt, aber die haben alle keinen Bock. Die sagen auch alle so irgendwie, nee, geht nicht, die Boote sind schon verkauft und so und keine Ahnung. Die stellen sie alle an, sag ich. Aber wir machen uns jetzt auf den Heimweg hier. Und den nehmen wir aber mit. Was für ein. Also, was für ein Scheiß, ne? Naja. Also, kein Segeln mehr heute. Wir hatten kurz überlegt, ob wir nochmal so auf dem Strand so surfen gehen. Aber das war uns dann irgendwie zu viel Aufwand. Haben wir lieber noch ein Bier getrunken. Oder ein Rosé. Ein Rosé. Rosé, je m'appelle Rosé. Jetzt gehen wir Richtung Auto hier, ne? Die wollen ja auch noch los. So. Aber war geil, oder? Ja, war geil. Also waren schon coole Boote da. Und das lassen wir gleich nochmal Revue passieren im Auto beim Podcast. Also falls ihr das YouTube-Video zuerst seht, hört euch den Podcast. Das wird Folge 7 nehmen wir heute auf? 7, ja. 7. Also... Wenn ihr das seht auf YouTube jetzt, guckt Podcast. Tesla, Podcast. Du jetzt ja noch in deinem Boot ziehen. Tesla? Ja, mit dem hier kann ich das Boot ziehen vielleicht, ne? Ja, aber hässlich, hässlich, Tesla, ne? Hey Siri. Einmal bitte nach Hamburg in die Straße. Zu Sirisch gesprochen gerade. Ich kann dir meine Suchergebnisse nicht anzeigen, solange du im Auto bist. Okay, das hat, das hat nicht geklappt, glaube ich. Ja, weil wir im Auto sind. Ja. Hey Siri. Sieh mal die Kamera erstmal nochmal an. Soll ich nochmal neu starten? Nö, ja, das kommt. Alles gut, perfekt. Ich starte nochmal neu. Der hat einen Schaman gespielt. Alter, das hat er so gut gemacht. Jetzt war ich da 13 oder so, ne? Dinge, ey, das war echt krass, ey. Und dann hat er da so Sachen gegessen und die ausgespuckt und so rumgegrunzt. Alter, da hatte ich auch herum. Hier muss ja auch das Arbeitsgericht, da war ich letztes Mal. Der war richtig in der Rolle, ne? Der war richtig in der Rolle, ey. Da war ich ganz beeindruckt. Also das Essen ist jetzt auf jeden Fall fertig. So, dann müssen wir jetzt ja noch hier einmal eine Abmoderation machen. Ja, war ein geiler Tag. Ja. Wir waren dabei. Ja. Sieht man Ferdinand? Ja, da. So. Ja. Und ich hoffe, dass da irgendwie unterhaltsames Material bei rumgekommen ist und dann gibt das ein Video. Und das könnt ihr jetzt gucken. Und das hier ist dann das Ende vom Video. Habt ihr jetzt geguckt? Also das habt ihr jetzt eigentlich schon geguckt. Könnt ihr auch noch mal gucken, wenn ihr aber jetzt gerade, zu diesem Zeitpunkt, werdet ihr es geguckt haben. In 10 Sekunden könnt ihr jetzt auch gleich nochmal unten links auf Wiederholen klicken. Ihr könnt auf Wiederholen drücken, ihr könnt auf Abonnieren drücken und dann ja, verabschieden wir uns. Jetzt müssen wir alle ganz cringe zusammen Tschüss sagen. Jetzt waren es auch schon mehr als 10 Sekunden. Ja. Tschüss. Seid ihr noch da? Vielen Dank fürs Anschauen des Videos und wie wäre es, wenn ihr noch ein Like und ein Abo da lasst und die Glocke nicht vergessen.